Ganz klare Empfehlung auch an die Kinder, die gerade zuhören. Ja. Heroin immer nehmen. Na, schmeckt's? Hunger treibt schnei. Bitte? Der Hunger treibt schnei. Okay. Opa mal gesagt. Das kann man auch übertragen auf diesen Podcast. Ja. Naja. Die Sehnsucht nach Geräusch treibt's rein. Ah, fuck. Du meinst nach dem Ärztealbum, das endlich wieder gut ist? Ja. Mhm. Das es jetzt auch nicht geben wird bei Corona. Hi Leute, wir sind es. Aber wer sind denn wir? Tino, wo bist du? Oh, ich sehe dich nicht. Ja, ich bin heute wieder ein bisschen krank. Ja. Ein bisschen schlecht geschlafen. Ich habe die Stimme noch nie geübt. Rechte zusammengeschlagen. Ich komme da immer durcheinander. Ja, so redet der. Ja, weil der so dumm ist. Nee, Tingo muss wieder AIDS-Hilfe machen. Der hat keine Zeit für uns. Aber das ist wichtig und richtig. AIDS-Bedürftigen muss geholfen werden. Hier haben wir nochmal die sexy Schmatzgeräusche von meiner süßesten Assistentin. Einwandfrei. Die ist heute mit Schmatzen zuständig. Und wir fassen die Woche zusammen, was halt eigentlich nur gut gehen kann, wenn man bedenkt, dass ich halt die Woche überhaupt nicht aufgepasst habe. Also Robin, was ist die Woche so passiert? Einiges ist passiert. Aber ich möchte erstmal ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Aus der Datenautobahn vorbeisenden. Entschuldigung, ja. Offset wegen Discord. Mhm. Tino ist leider nicht da, deswegen machen wir heute so ein kleines bisschen Brennpunkt Dummcast. Ja, brennt, ja, doch, kann nichts hinzuzufügen. Ich wollte fragen, ihr habt letztes Mal so gescherzelt von wegen doch Radio, MTR oder so. Ist das ein Witz gewesen? Wir haben vorher drüber nachgedacht, also bevor die Sendung begonnen hat, haben wir laut darüber nachgedacht, bei einem anderen Radiosender anzufragen, aber das MTR war dann doch eher Richtung, haha, lol, wir machen unser eigenes Radio. Also zurück ins Radio ist in der Röhre. Schon. Erstens Radio, dann in die Relevanz. Genau. Ich wollte an der Stelle übrigens nochmal erinnern, Leute, letzte Woche im Brennpunkt gab es einen The Last of Us Spoiler-Teil. Solltet ihr seitdem das Game durchgezockt haben, vergesst nicht, den nachzuholen. Das ist sehr schön gesagt. Der ist nämlich sehr wichtig und gut gewesen. Ich wollte noch sagen, erst das Radio, dann der Ball. Raus die Sau. Genau. Okay. So, da haben wir es jetzt auch richtig eingegroovt. Es ist die Woche eigentlich ganz schön. Wir spielen uns hier die Radios zu. Das machen wir. Naja, das ist nicht ganz, weil Radio war ja in dem Fall erst die Knoche. Ja. Ja, jetzt ist die Luft wieder raus. Gut. Können wir jetzt anfangen? Jetzt können wir anfangen. Ich würde da hinten vielleicht mal noch aufmachen, weil sonst wird es hier so warm. Du kannst ja in der Zeit mal erzählen, warum du die Woche nichts mitbekommen hast. Ja, ich war halt mal wieder zu Besuch hier, ne? Und da bin ich mal viel unterwegs. Und bin nicht so viel auf Google News etc. unterwegs. Oder anderen News-Plattformen. Oder lass mich von irgendwelchen aufploppenden YouTube-Nachrichtensendungen von meinem täglich Brot abhalten, das ich zurzeit auch nicht habe, sondern mache halt Sachen, die mir Spaß machen. Und da ist Robin wieder. Aber hast du nicht irgendwas gerade über irgendein Tier oder sowas rausgefunden? Ja, das ist wichtig. Das ist jetzt heute passiert. Ich lese es mal eben vor, das ist die Meldung der Woche. Ich möchte euch nicht vorenthalten, kann sein, dass es manche nicht mitbekommen haben. Wenn ihr es schon mitbekommen habt, auch nicht schlimm. Dann gibt es vielleicht jetzt nochmal ergänzende Mitteilung. Aber für die, die es eventuell irgendwie, bei denen es jetzt nicht angekommen ist, ich meine, es war ja echt in Film und Fernsehen, die nochmal hergehört. Also, Polizei befreite ihn. Dieser Igel klemmt hinter Mülltonnenbügel. Lübeck. Aber das Foto ist schon echt niedlich, komm. Lübeck. So hatte sich dieser Igel seinen Ausflug in eine Wohnsiedlung wohl nicht vorgestellt. Bei seiner Erkundungstour kletterte er in eine Mülltonnenhalterung und steckte plötzlich fest. Die Anwohner fanden den hilflosen Fratz und riefen die Polizei. Da will noch mal einer sagen, dass Polizei irgendwie böse ist, ne? Die machen hier die Retten, den Igel. Mit einem Winkelschneider schnitten die Polizisten den Metallbügel auf und befreiten das Tier. Verletzt wurde der Igel nicht, stattdessen gab es sogar etwas zu fressen. Obwohl eine kleine Diät dem Igel wohl ganz gut tun würde, sonst landet er womöglich noch mal hinterm Bügel. Nochmal auseinandergeschrieben. Was zum Fick. Also das hat mich sehr bewegt die Woche und da denke ich auch immer, es ist ja nicht alles schlecht. Und wie gesagt, not all cops are bastards. Nur Cops, die gerade keine Igel befreien. Okay. Ja, schön. Da können wir es eigentlich abrunden. Also bessere Nachrichten als das gibt es diese Woche gar nicht. Oh, schade. Aber 10 incoming. 10 incoming auf jeden Fall. Es ist wieder viel passiert. Ich meine, der kleine Fratz, der hatte bestimmt keine gute Zeit hinter diesem Bügel. Fratz ist auch so ein Wort, ne? Ja, das ist ein Wort. Leute, die Fratz schreiben, will man in die Fratze schlagen, oder? Ja.
Mein kleiner Bruder hat damals Aktion Süßer Fratz gewonnen, als er ungefähr 5 war. Nee, nicht mal, ich glaube, noch jünger, wahrscheinlich 2 oder so. Wenn's. Ja, doch, ich habe das Bild präsent. Und war dann ganz groß in der Zeitung abgedruckt. Ja, das war früher als Kind immer so ein Achievement, wenn in der Zeitung war. Heutzutage ist es eher schlecht. So Dieser Mann Dion. wird gesucht. Ach so, ja. Ja. Ja, also viel Trump-Scheiße hier, aber wenigstens ist auch jemand gestorben die Woche. Oh, wer Echt? Denn? Ja, Mensch. Oh Gott, Alter. Ein Twitch-Streamer. Und der hat sich vermeintlich... Ja, Robin, Leute, der Brennpunkt, den gibt's gar nicht. Ihr habt durch das Robin ist seit 20 Jahren tot. Nee, diese Woche erst. Ja, es ist schon eine miese Sache, aber ich dachte, wir beginnen mit einem Downer, dann geht's nur bergauf. Ist er on Stream gestorben? Wir hatten noch zuerst die Uplifting News, hallo, wir hatten den Eagle, das ist Ach, scheiße, gewesen. Stimmt. Ich wollte fragen, ist er on Stream gestorben und wenn ja, war das Twitch-Core? Nein. Er war wohl seit vielen Jahren depressiv und hat sich vermeintlich jetzt selbst umgebracht. Mit 31. Wreckful hieß der Gute. Und Unge war auch sehr traurig deswegen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es eine Reaction geben wird auf seinen Tod. Also hat das doch gestreamt. Nee, das war jetzt nur so ein, weißt du, jeden Skandal, da kann man auch ein paar Klicks rausholen. Aber ja, ist halt bitter, ne? Aber mal echt sprech, wie hat er sich umgebracht? Nicht live auf jeden Fall. Das ja, weiß man aber nicht. Man ist ja... Es ist ja man noch ist nicht ja mal hundertprozentig bestätigt, ob er tot ist. Jetzigen Zeitpunkt. Oh Gott, ob er sich selbst umgebracht hat, aber... Ja, aber der muss doch sicherlich irgendwelche Todeserscheinungen haben. Man ist ja nicht einfach plötzlich tot, wenn man das will. Ja, wartet doch die News ab. Okay, ich höre. Wir berichten nächste Woche. Ach so. Es ist noch nicht bestätigt, ob er sich überhaupt selbst umgebracht hat. Ja, aber es muss ja eine Leiche vorliegen. Ist da irgendwas... Die kann auch vorstehen. Ist da irgendwas wenn er mit, sich im Schrank oder vorhängen. Das wäre ja. halt dann eine Information, die vielleicht wichtig wäre. So. Ja. Na, okay, wie auch immer. Also er hatte Depressionen, man hat das wahrscheinlich... Alle Fans von ihm haben jetzt schon auf Dislike gedrückt. Nee, die haben wahrscheinlich erstmal seinen Kanal gefollowt. Ja. Nee, ich wollte fragen, hat man dem angemerkt, dass er diese Depress hat und hat es ignoriert oder war das so ein Pokerface? Ja, das ist halt auch so das Ding. Es gab schon vor 3 Jahren irgendwie so einen Clip, wie er von irgendwelchen Leuten getrollt wurde und dann auch im Stream heult. Heult klingt wieder so negativ besetzt, geweint. Und, das ist auch für mich nochmal, ich hatte ja auch jetzt vor kurzem erst so einen Troll. Ja, du hast einen kleinen, da war ich ja da, hier, den kleinen Anflug mit diesem... Ne, der war auch vorher schon mal da, deswegen... Ja, der, du machst das wusstest du halt nicht, da. Ich wusste halt, dass diese Anja auch sein Account ist, deswegen hatte ich das schon eingegeben, das sage ich natürlich on Stream nicht. Ah, okay. Egal, und da, also durch solche Leute habe ich jetzt auch schon nochmal wieder überlegt, wie geht man damit am besten um? Weil er hatte halt genau so was Toxisches bei sich im Stream und hat dann halt, wie gesagt, auch naja, halt gesagt, ich hab's nicht so leicht. Eine gute so. Armee an halt Moderatoren haben. Ich weiß ja. Ja, okay. Was der Typ zu dir geschrieben hat, das war ja absolut, es ging ja nicht gegen deine Substanz in gar keiner Art und Weise. Der weiß ja gar nicht, wo du verletzlich bist, also kann er dich nicht verletzen. Deshalb habe ich auch Hasskommentare nie negativ empfunden. Damals mit MCM, was haben die Leute geschrieben? Weimar hasst dich, bring dich um, etc. Ich sehe das nicht als Morddrohung, ich sehe das als ein Typ, der im Internet halt dumm ist. Ich sehe das als Empfehlung. Ich sehe das als Nein, aber mir ist das nie nahegegangen, weil Hasskommentare im Internet, das ist mir sofort, als ich zum ersten Mal im Internet war, dass es das gibt. So. Also auf Twitch ist das Problem, dass du es moderieren musst, weil du sonst gefickt bist. Mhm. Du kannst halt auch gemeldet werden, weil du nicht moderierst. Und wenn halt irgendein Typ dann da die Juden sind der Feind oder so schreibt und du machst das nicht weg, dann bist du halt dran. Das ist ein bisschen dumm. Deshalb braucht man halt ein paar zuverlässige Mods. Ja, ist richtig. Aber für mich ist halt auch die Frage, wie gehst du damit um, dass du vielleicht schaffst, die so ein bisschen irgendwie, oder dass du uninteressant für die wirst. Mhm. So, ich habe es halt ein bisschen mit Zurücktrollen versucht. Das hat nicht so gut gefruchtet, war aber für mich auf jeden Fall witzig. Und ich weiß nicht, ob es dieses, ey, grüß mal deine Mutter von mir, hol dir mal eine Umarmung ab oder so, du brauchst das, ob es auf die Schiene geht. Weißt ich, du, würd's, ich würde gar nicht drauf eingehen. Ja, das ist ja eh so der Standard-Move. Aber ja, egal, war auf jeden Fall bei ihm halt auch so, dass da einer so richtig... Aber da konnte man ja vom lieben Drachenlord sehr viel lernen, weil er hat ja genau das Gegenteil gemacht. Es ist schon wieder, dass hier alles klappert und klippert. Pardon. Dass er ja die Hater immer ins Fadenkreuz genommen hat und in jedem Video mindestens gesagt hat, dass er ab nun nicht mehr über die Hater redet, wenn er nicht über die Hater geredet hat. MCM hat das sehr gut gelernt bei Drachenlord, habe ich das Gefühl. Ja, und ich sag mal, das hat diese permanenten Fokus auf das, was die machen... Ist halt genau das Gegenteil von dem, was du willst, ne? Insofern, wenn dich was anpisst, dann würde ich jetzt noch nicht mal irgendwie einen Real Talk machen, sage, ey Leute, hört damit auf.
Dann will ich einfach schwupp weg, Konsequenz. Gut ist. Ja, ist halt langweilig. Aber natürlich ja. Ist das langweilig, aber mir geht's ja nicht. Also, ich das hatte, ist halt sehr riskant, mit diesen Leuten Spaß zu haben, weil die dann halt sich angefeuert fühlen könnten. Ich hatte halt echt bei dem kurz das Gefühl, dass er sich vielleicht so wendet, weil wenn du merkst, okay, der Typ, den ich gerade trollen will, ist eigentlich selber ein Troll und auf meiner Seite jetzt so ganz vorsichtig formuliert, dass du die vielleicht irgendwie davon wegkriegst. Okay. Und das hat ja eigentlich kurz geklappt, ne? Ja, und dann habe ich halt sein Video nicht abgespielt, obwohl er gesagt hat, ey, spiel mal ab. So. Ja, das ist aber auch nicht cool gesagt, so. Das gehört sich ja auch nicht, dass er dir irgendwelche Befehle da im Chat gibt. Ja, nee, ich habe ja gesagt, ey, reiß dich zusammen, sei lieb und so. Ja, wir sind ja alle Trolle, ist voll in Ordnung. Und dann schauen wir dein Video an. Und dann war es aber zu verlockend, halt ihn damit zu trollen. Oh, warte mal, ich mach das noch vorher. Und wir gucken es auf doppelter Geschwindigkeit oder auf Viertelgeschwindigkeit. So. Das war dann zu verlockend und da war er richtig sauer. Naja, aber wir hatten dann gewonnen am Ende. Ne? Er, der übelst viel Zeit verschwendet, um sich zig Kanäle zu machen, oder du, der halt einfach sein Ding macht und den halt in einer Sekunde permanent blockt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Das habe ich mir so... Oder haben wir das von woanders? Du hast es ja auch schon öfter gesagt. Auf jeden Fall, das macht halt MCM übelst oft. Ja? Und ich habe mir das so... Also es ist wirklich... Auf jeden Fall, also wirklich in jedem Video mindestens einmal. Achtet mal drauf, Leute. Ja, was man halt auch machen kann, im allergrößten Notfall macht man dann halt Follower-only oder sowas halt. Das ne? ist wack, das ist doch wack. Ja, aber im Notfall ist es halt nötig, ne? Dass halt Leute sich nicht unverzüglich halt einen neuen Kanal machen können. Wo wir gerade von Livestream reden, dann tröpfeln wir den Trump innerhalb der heutigen Folge so ein bisschen immer mal rein. Trump wurde nämlich gesperrt auf Twitch. Mhm. So, und das ist jetzt auch der nächste Punkt. Ich habe mir dann so eine Trump-Maske aufgesetzt im Stream, hier mit dem Filter. Und dann schreiben gleich alle, ey Leute, hier, passt mal auf, Trump ist ja gesperrt, jetzt darf man ihn nicht mehr zum Thema machen. So. Und das finde ich halt in dem Fall echt absurd. Ich weiß nicht, ob Twitch das da durchzieht. Nein. Aber also, man kann nicht Trump nicht zum Thema machen. Sage ich ja auch, aber weißt du, inwiefern ist Trump weniger... Person des öffentlichen Lebens als... Wer wurde sonst gesperrt? Drachenlord halt. Wen gab's noch? Also ist er in erster Person eine politische Person. In erster Linie eine politische Person. Wenn man sagt, man darf nicht über ihn reden, dann wäre das halt wirklich schon Richtung undemokratisch. Ich habe ja nicht mal über ihn geredet. Ich habe nur sein Gesicht aufgesetzt. Naja, deshalb sage ich. Also wenn du über ihn redest und ihn zum Thema machst, dann sollte das so eine Plattform eigentlich ermöglichen, solange du überhaupt über irgendwas reden darfst. Weil alles andere wäre halt schon... So ein bisschen Zensur. Mhm. Ja. Hattest du dir das angeguckt? Wahrscheinlich nicht, weil du wieder... Oh, ich habe Besseres zu tun und so. Jonathan Pye ist für mich die Entdeckung der Woche gewesen. Und passenderweise wurde in der Oase auch darüber geredet. Mhm. Ey, rechts, links und Sprache und so. Was darf man sagen, was nicht. Und es ist ein fiktiver Charakter von einem britischen Comedian, Tom irgendwas. Mhm. Richtig gut. Erzähl mal, was macht der? Der sagt halt, also ich gebe zu, ich fühle mich da so ein bisschen bestätigt, weil er halt viele Dinge sagt und das vielleicht noch ein bisschen besser formuliert als die ich halt auch seit Jahren sage, ob das hier im Podcast ist oder so allgemein. So dieses, dass wenn man halt zu sehr die Sprache reguliert und sagt, das darfst du nicht mehr, oder wenn man halt diese Cancel Culture auf irgendjemanden loshetzt, dass das von der eigentlich guten Seite... Die linke Seite, die jetzt schon eher dafür steht, ne, jeder ist gleich und so, und schon irgendwie auch für Freiheit ist, dass aber dadurch irgendwie ins Negative gerückt wird und dadurch halt die ganzen Leute von Pegida halt dieses, das wird man doch noch sagen dürfen. So, ja. Und endlich sagt's mal einer. Ja, ja. Und er bringt das halt sehr, sehr geil auf den Punkt anhand von zum Beispiel auch Brexit oder warum Trump im Amt ist und so. Gibt sehr, sehr geile Videos. Das wollte ich an dieser Stelle. Okay, dass dieses reden. Übertrieben. Dieses Übertriebene, was von, ich sag mal, wie du von links kommt. Na, was ich auch bei Tinos Schauspielerleuten immer so spaßig. Dass das jetzt schon wieder eigentlich nur den rechten Futter gibt, anstatt irgendwas zu helfen innen. Dein fettes Maul innen hältst du. Ja, so ungefähr. Es ist halt, es ist so, es muss so sein. Also ich krieg's ja auch mit Leuten mit. Ja, na klar, Robert das ist ja genau dieses, ne? Jetzt mache ich es halt extra, weil von denen lasse ich mir gar nichts sagen. Ja. Führt mich ja auch wieder zur guten alten Veganismus-Diskussion. Man kriegt ja keinen Fleischfresser dadurch überzeugt, dass man ihn permanent voll labert, wie schlimm alles ist so. Wie schlimm er ist vor allem. Ja, so, und das ist dann irgendwann nervig und dann sagt er sich, so viele sagen dann, ja, guck mal, jetzt esse ich erst recht eine Wurst, Hammamam, so hat man auch nicht... Hammamam. Hammamam sagen die dann.
Ne? Und deshalb finde ich das auch der falsche Weg, wenn man jetzt permanent Go Veggie Scheißdreck in seine Instagram-Story postet. Dann ist Veggie nicht, wenn man die Unterhose so hinten hochzieht. Ja, und dann sorgt man eigentlich nur für Gegenwind, anstatt halt irgendwas in eine gute Richtung zu bewegen. Was gut ist, wenn du halt einfach eine Krankheit, die sich durch Unhygiene ausbreitet, in einem Schlachthof ausbrechen lässt, dann machst du was gegen Fleischesser. So. Aber nicht, naja, und immer so weiter. Aber das war ja schon vor 3 Wochen oder so Thema. Ja. Und genauso ist es halt mit diesen, ja, ich sag's mal ganz Wokeness. Neutral, mit dieser Feminazi-Öko-Scheiße. Ganz neutral mal zusammengefasst, ja. Ne? Und das erzeugt ja dann auch eher so einen Gegenwind. Ich meine, man ist ja dann, jeder ist ja im Herzen so ein bisschen Troll. Ich habe erst gestern erzählt, wo es darum ging, dass man mehr Informatikerinnen in braucht, weil, keine Ahnung, weiß ich gar nicht warum, weil es gibt zu wenig Frauen. Und ich denke, ey Leute, das Problem liegt doch nicht da. Es kann jeder studieren, es wird keiner benachteiligt. Wie auch immer, natürlich gibt es irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen, die man diskutieren kann, bla Keks. Ende des Liedes, ich habe dann einfach unter diesem Post geschrieben, Frauen können keine Informatik. Mhm. Ich mich total gefreut, Riesendiskussion, ich mir eine Tüte Popcorn genommen und nichts mehr drunter geschrieben. Schön. Bis und dann wo ein, war das? Ein. Das war auf Facebook, bis dann ein netter, Facebook. Ein netter Kommilitone von mir kam und aufgeklärt hat, dass ich ein oller Troll bin. Schön. Ja, ich bin einfach dafür, man sollte, wenn beim Ultraschall rauskommt, ey, das wird ein Junge einfach abtreiben, jeden zweiten oder so. Dann kann man vielleicht eine Frauenquote so schaffen. Nee, es ist einfach nicht sinnvoll. Ich meine, klar sollte man jetzt ein Kind nicht von früh an sagen, hey, du bist Prinzesschen, wenn du es nicht bist, bist du komisch. So, das könnte Wer man... Wer macht denn das? Also, prozentual... Es gibt Jungs-Spielzeug und es gibt Mädchenspielzeug. Und wenn ein Junge mit Mädchenspielzeug spielt, dann ist das schon, wird das schon heute immer noch ein bisschen belächelt. Mein Problem ist einfach nur... du bist jetzt schon wieder sehr bei diesem weiblichen Scheißzeug da. Frauen. Genau. Mein Hauptproblem ist einfach dieses Wokeness-Ding, was ich halt bei Tinos Schauspielerkollegen immer so ein bisschen überzogen versuche zu kritisieren. Ja, aber ich finde, die lösen halt kein Problem damit. Ja, dieses Wokeness und dann auf Leute draufgehen, die gerade nicht das Richtige tun, sag ich mal. Aber auch so dumm, dass halt Gutmenschen als was Schlechtes eigentlich. Also, egal, aber das löst halt eigentlich so Verständnis und Empathie ab, wenn man einfach nur guckt, okay, was ist jetzt wieder falsch? Dann ist man ja nicht irgendwie nett oder verständnisvoll oder so, sondern sucht nur nach was, wo man mit dem Hammer draufhauen kann, was halt noch nicht perfekt ist. So was. Exakt. So. Du merkst ja selber, wie du schon deinen eigenen Sprachfluss permanent blockieren musst, weil du nicht das Falsche sagen darfst. So. Ja, das stört Fotzen. Mich halt enorm. Ja. Alle Fotzen da draußen. Ja. Außer du. Dankeschön. Nee, aber genau das ist es halt so. Und wenn du halt gar nicht erst eine Diskussion eingehst, hast du sie schon verloren. Deswegen ist halt... Warte, wenn du gar keine Diskussion eingehst, hast du verloren? Naja, hast du die Diskussion verloren, klar. Wenn die woken Linken ankommen und sagen, ey, Oma Pegida, du bist scheiße, weil du hast Ausländer, ist das keine Diskussion. Du gehst nicht auf die Bedürfnisse oder Gründe, warum Oma Pegida gerade da steht, ein. Und hast somit sie verloren. So, du genau. Kannst sie nicht überzeugen. Ja, das wird jetzt aber hier so eine Kreiswechselei. Ja, jetzt bräuchten wir halt wieder einen Dino. Das stimmt. Weil natürlich sehe ich das voll so, was du sagst. Ne? Aber ich verstehe, ich lasse mich ja auch immer gern ein bisschen beeinflussen von diesen... Und ich habe das Kernproblem gesucht. Warum dieses Innen? Warum braucht man genauso viele Informatikerinnen wie Informatiker? Wozu? Und da ging es halt damit los, dass... Menschen den Glauben an sich verlieren könnten, weil sie ein bestimmtes Geschlecht haben. So, das ist so die Kernessenz des Problems. Und das, finde ich, sollte man schon eliminieren. Ja, auch da gibt es einen richtig geilen Beitrag. Ich habe leider nicht das Ganze gefunden. Der hat so eine Art, also Jonathan Pyle, durch den wir überhaupt jetzt da drauf gekommen sind, der hat so ein Stand-up gemacht, aber nicht wirklich. Er erklärt eher die ganzen Begriffe mit Mansplaining und... Ja, aber da geht's auch schon los, wenn man damit sowas kommt. Naja, er nimmt es halt auseinander. Ja, so. Nee, aber ich denke mal, er macht das besser als ich jetzt gleich. Ja. Aber eine Frau kann sich auf dem Stuhl auch breit machen, aber warum nimmt man denn Mansplaining? Das ist doch so richtig dieses, du bist ein Kerl, genau dieses Gesuche. Ja. Wenn einer ein bisschen zu breit da sitzt, ja, weil du ein Mann bist, du Sau. Ja, das ist ein Totschlagargument. Da geht er auch drauf ein. Er mansplaint halt nicht, er explained es. So, egal, er erklärt es genau, aber mir ging es darum, dass durch dieses, das habe ich auch schon gesagt und ich habe mich so schön bestätigt gefühlt, aber natürlich will ich weiterhin offen sein, aber
dadurch, dass du immer wieder sagst, ey, du arme, unterdrückte Frau, machst du sie ja erst zum Opfer. So, dir muss man jetzt besonders helfen, weil du bist die arme, unterdrückte Frau. Natürlich muss man irgendwie für die Frauen, für euch was tun, so, ja. Ja, dass ihr, das heißt muss, also es gibt solche und solche. Ja, also aber es gibt auf beiden Seiten solche und solche. Und an der Stelle ist für mich die Diskussion schon beendet, so. Ja, ich würde schon damit gehen, dass die Frau eher Sexismus erfährt als der Mann, aber es gibt es auf beiden Seiten. So, da kann man schon auf jeden Fall was machen. Dann finde ich aber nicht, dass man die Frau schützen sollte, sondern dass man Menschen schützen sollte, die Sexismus erfahren. Okay, ja. Verstehe ich. Es gibt halt wahrscheinlich einfach Sachen, die Männern nicht so passieren. Wie Catcalling zum Beispiel gibt es halt für einen Mann vermeintlich so gut wie gar nicht. Oder Dogcalling dann in dem Fall, keine Ahnung. Ja, mir geht es einfach nur darum, macht. Magst du für unsere Redner-Zuschauer mal sagen, was Catcalling ist? Na, wenn man so Frauen hinterher pfeift oder sagt, hey, zeig mal Quatze, pack die Schläuche aus, du Schiemail. Kennt man ja. Und du wurdest noch nie von einer Gruppe älterer, betüdelter Menopause-Frauen gecatcalled? Nicht, dass ich wusste. Okay, dann geht's dir. Wirst du von alten Frauen gecatcalled? Nicht, also ich denke, das sind Sachen, die hin und wieder passieren. Ich will mich jetzt nicht wieder zum irgendeinem Opfer machen. Wie oft soll ich das denn bitte noch sagen? Ich finde nur, dass man den Fokus nicht auf Mann und Frau, sondern auf Betroffener und Nicht-Betroffener legen sollte. Okay. Das ist doch. Und wenn das mehr Frauen sind, Betroffene, dann ändert das überhaupt nichts. Okay. Nee, sag ruhig. Nee, das ist doch ein schönes Schlusswort. Oh, du hast auch immer so recht. Oh ja, oh, fass mal meine Nippel an. Oh, die sind aber hart. Okay. Indien. Indien hat über 50 chinesische Apps gebannt, weil es an der Grenze zu noch mehr Tumult gekommen ist. Die streiten sich ja irgendwie seit Jahrzehnten über dieses Kaschmir-Gebiet da. Und da sind vor 2 Wochen das erste Mal Soldaten gestorben, aber irgendwie ohne Waffen. Das heißt, sie haben sich totgeprügelt oder so, keine Ahnung. Und jetzt gibt es da wieder höher kochende Konflikte und da sagt Indien jetzt hier, für uns Inder gibt es jetzt kein TikTok, kein gar nichts mehr. Die Armen. Oh nein. Ja. Das heißt, die indische Wirtschaft bricht jetzt zusammen. Nee, ich muss jetzt all meine Indien-Aktien verkaufen. Besser ist es. Nee, fand ich ganz geil. Eigentlich. Aber Indien und China keilen sich, ja? Ja, schon eine Weile. Ach so, siehst du, ich bin da immer nie. Ich krieg das gar nicht mit. Ja. Was haben die für ein Problem, so ungefähr? Naja, die haben halt nicht, die haben nicht ganz klar gesteckte Grenzen. Also die haben quasi 4 Grenzen in diesem Gebiet. Hm. Und Indien sagt, wir gehen bis zur 2. Und China sagt, wir gehen bis zur 3. Oh, das ist zu weit. Aber die offiziellen Grenzen sind halt China bis zur 4., also die äußerste. Mhm. Und Indien gar nicht. Bis zur 3. Oder ich so. Weiß, also die haben halt da so also Gebäude. Es überkreuzt sich so. Ja, es ist genau so. Und in diesem Mittelgebiet weiß keiner irgendwie, was geht. Das ist jetzt auch nur ganz grob zusammengefasst und ich habe mich da jetzt nicht nochmal explizit. Ich würde es entweder Chinien oder Inder nennen. Wenn die sich zusammenschließen, dann ist aber Polen immer noch genau wie vorher, aber alle irgendwas anderes offen. Okay. Die Grenzen zwischen Indien und China sind dann offen. Ja, egal. Ich wollte einfach nur hinleiten auf TikTok. Ich bin sehr froh, dass ich zumindest ein bisschen die europäische Geografie beherrsche. Ich habe gerade gelernt, dass Indien an China grenzt. Ja. Sachen gibt's. Moment, muss ich aber ganz doll aufpassen. Weil. Ansonsten machen wir einfach schnell eine Weltkarte auf. Die Mongolei. Auf. Ja, die ist oben zwischen. Die haben halt, wie gesagt, dieses Kaschmir-Gebiet, das müsste eigentlich eine Grenze sein. Dann ist da noch Pakistan. Die müssten da grenzen. Dann, ja, wird schon passen. Nee, warte mal, Mongolei habe ich auch. Die Mongolei ist nördlich von China. Ich meine, wo ist Himalaya? Nepal? Nee, Nepal ist ja eh auch China, obwohl die unabhängig sein wollen. Ja, doch, müsste dran grenzen. Viertel wissen, Leute. Müsste dran grenzen. So, TikTok. Also, Hacker haben TikTok getargetet. Und? Wir haben gesagt, löscht diese Spyware endlich. Und Rosi hatte ja auch diese Woche nochmal in die Oase gepostet. So ein Typ, der das, da kennst du dich jetzt aus, Gebackware, wie sagt man? Wenn man eine App rückwärts auseinander nimmt. Und Reverse so, Engineering? Ich glaube, ja. 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 Backup. Backware, okay. Ja. Genau, und der hat dann halt rausgefunden, wie die funktioniert.
und was da alles gespeichert wird und ist halt viel, viel mehr als bei normalen. Man weiß ja, okay, ja, Facebook und bla, die speichern auch Daten, aber da ist es halt wirklich alles Mögliche, auch dein WLAN-Zugang, und du hast irgendwie so einen inneren Tracker bei TikTok, wenn du einmal quasi in einem Video verwendest, wo du warst, also kannst ja auch bei Instagram geht das ja auch, das hat Location dazu, wenn du das auf TikTok einmal machst, wirst du die ganze Zeit getrackt, so, und das wird halt nicht ausgestellt. Auch wenn man sein GPS am Telefon aufstellt? Ja, genau. Krass, ja. So. Ja, das ist immer so, da dachte ich früher auch, ne, wenn du das GPS ausmachst, dann kümmert sich das Telefon nicht mehr darum, wo es sich befindet. Aber stimmt ja gar nicht. Ne. Warum? Das war ein Versehen. Okay, ich wurde gerade gehauen. Wurdest du gerade gewoman-punched? Ja, wahrscheinlich. Ja, also... Ja, aber TikTok hat da jetzt auch nicht so einen übelsten Mehrwert. Ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, Instagram, bla, Keks, WhatsApp, das sind ja immer noch Kommunikationstools, auf die man bisweilen angewiesen ist. Während so ein TikTok... Darauf kann man schon gut verzichten, insbesondere jetzt, wo man weiß, dass, ja... Macht halt keiner. TikTok ist auf jeden Fall die erfolgreichste App der letzten 2 Jahre so. Ich glaube, 2019 war es auf jeden Fall die meist runtergeladene App. Die ist, was auch absurd ist, dass das nicht früher war, aber die sind auf US Regierungsgeräten ist die App verboten. So. Offiziell. Ja. So. Wo ich mir auch vorher, also kein Facebook, kein Instagram hat irgendwas auf einem Regierungsgerät zu suchen eigentlich, finde ich. Da sollte man halt, wenn dann ein zweites Telefon... Da kommt auf Gerät an, wenn dann irgendjemand halt ein Telefon halt hat, ne, der das für zweitrangige Dinge nimmt. Ja, aber ich stell mir das so vor, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen blauäugig. Die Merkel hat jetzt ihr Top-Secret-Government-Telefon, ja. Mhm. So, wo sie geheime Telefonate führt mit... Trump und Erdogan und wie sie alle heißen. Mhm. Und dann surft sie gleichzeitig auf dem mit Facebook rum oder was? Das klingt nicht gut. Ich denke, die nimmt das auch als Kommunikationshilfe, wobei ich glaube, dass Merkel Facebook nicht nutzt, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, da weiß man dann Besseres. Hm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eigentlich könnte diese Bundesregierung geschissen einen eigenen Messenger haben, oder? Ja. Muss ich mal anrufen bei der Merkel. Ich reverse-engineere mal ihre Nummer. Ruf ich da mal durch. Sag ich dir Bescheid. Ruf mal durch. Kannst ja auch im Streamer Frau Merkel anrufen. Das hat ja MCM schon übernommen. Stimmt, der hat die Frau Merkel gefragt, warum es jetzt nur noch um Robert Koch geht. Und was der eigentlich jetzt neuerdings immer zu melden hat. Warum hört ihr nur auf den Robert? Naja, okay. Ich fand noch die Woche richtig witzig so einen kleinen Mini-Shitstorm auf Twitter. Da hat die Polizei Hamburg ein Plakat veröffentlicht, wo eine Person auf einer Bank sitzt und daneben eine Spritze. Mhm. Und da steht dann Polizei Hamburg, wir schauen genau hin. Und Insulin oder Heroin. Im Zweifel lieber uns sofort melden und irgendwie sowas in die Richtung. So. Und dann haben halt die Leute gesagt, okay, das ist aber schön, wenn ich mir irgendwie in der Stadt Insulin spritze, 5-mal am Tag und deswegen 5-mal am Tag die Polizei vorbeikommt. Shitstorm. Echt? Ja. Dann sagst du zur Polizei, hier ist Insulin. Gut ist. Ja, aber also die Polizei könnte ja in der Zeit vielleicht auch sinnvolle Dinge tun. Ja, es war. Aber vielleicht haben sie ja gerade nicht so viel zu tun. Wahrscheinlich. Gibt gerade nicht so viele Protestierende zusammen zu klatschen. Aber ich frage mich, ob in Hamburg ist. Du warst ja jetzt kürzlich in Hamburg. Das kürzlich war noch vor Corona. Na, aber ist da Heroin so ein Ding? Ich habe noch nie jemanden sich Heroin spritzen sehen. Nicht? Weder in Berlin noch. Also ich habe einmal in Berlin auf einem. Hab eine Spritze auf einem Sattel gesehen von einem Fahrrad. Hm. Kann auch alles gewesen sein, ja. Nee. Aber sonst. Also Heroin-Junkies in Großstädten kriegt man mit. Ich habe auch in Köln schon in den Ecken. Ja. Ich dachte, das ist mehr so ein Luxusding. Da dachte ich, ich gehe mal so einen Geheimweg durch den Busch durch. Plötzlich so, hallo. Dann hat er ganz, ganz geschämt geguckt, da bin ich schnell weggegangen. Und einmal war es halt tatsächlich in der Fußgängerpassage, der hat sich deshalb an den Knöchel gehauen. Hm. Ja, aber denke ich, hast du in allen Großstädten. Ich habe Hamburg aber als relativ sauber und ordentlich wahrgenommen. Also, dass nicht dieses Abfuck, wie du es in Frankfurt zum Beispiel hast, gar nicht so direkt, ist mir nicht sehr im Blickfeld war, sag ich mal. Es gibt in Hamburg, wird auch seine Ecken haben. Ne? Es gibt in Hamburg diese eine Stelle, wo die Leute sich alle tummeln, aber selbst da habe ich nichts von Heroin gesehen. Es war halt mehr so, ja, ne, ein paar Tabletten reinwerfen. Aber ich dachte, Heroin ist übelst teuer. Vielleicht sollte ich auch mal, wenn das so günstig ist. Ja, ja, mach auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal einen Tag. Ganz klare Empfehlung auch an die Kinder, die gerade zuhören. Ja. Heroin immer nehmen. Wie viel? 3. So. Nice. Okay. Polizei Hamburg haben wir es auch. Fand ich witzig.
Also ich find's schon verständlich, da ein Fass aufzumachen. Naja, dass man zumindest mal, wenn man das ein bisschen konstruktiv macht und vernünftig hinterfragt, so, wie meint ihr das? Echt jetzt so? Weil ich rufe doch nicht die Polizei, wenn sich jemand einen Schuss setzt. Warum? Ja. Dass dem geholfen wird. Es geht ja nicht unbedingt. Also weiß ich nicht, ob die Polizei so handelt, aber in der Idee ist es ja nicht so gesund für den, sich da einen Schuss zu setzen. Und vielleicht muss der von der Straße weg irgendwie in Therapie oder so. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber das Problem gibt es in Amerika auch, dass die Polizei viel zu weit gefächertes Aufgabengebiet hat. Du müsstest eher so eine neue Nummer haben, die sich halt um irgendwie Süchtige oder so kümmert, dass sie halt nicht so kriminalisiert werden. Gibt's vielleicht bestimmt sogar. Aber die kommen doch nicht vorbei, oder? Wie gesagt, keine Ahnung. Naja! Dass man da von der Polizei wirklich Hilfe kriegt, wenn man ein Junkie ist, ja? Na, nee. Also glaube ich nicht, aber es wäre ja wünschenswert. Ja klar, dann wäre es was anderes, wenn jetzt wirklich jemand da irgendwie kauern würde und ich weiß, den entdeckt keiner. Aber die haben es bisher alle relativ offensichtlich gemacht. Ich glaube, es ist halt wirklich das Letzte, was ein Heroin-Junkie braucht, ist, dass er irgendwie in den Knast kommt für 4 Wochen oder was weiß ich wie lange oder ein halbes Jahr, weil er einmal sich Heroin gespritzt hat. Ich glaube nicht, dass ihm das hilft. Ich weiß aber auch nicht, was einem da hilft. Dafür sind die Kommentare da. In den Kommentaren wird jetzt Heroin gelöst. Okay. Auf einem Löffel. Mexiko schließt die Grenze. Das ist witzig. Ich weiß, das ist witzig. Warum? Erklär mal den Witz. Ja, die wollten das 2016 schon machen. Ja. Da wollten sie nicht dafür bezahlen. Ja. Und jetzt wollen sie dafür bezahlen. Nee. Oh. Also die bezahlen nicht, aber die machen von sich aus die Grenze zu. Weil Amerika so ein krasser Hotspot geworden ist. Die haben, also während Trump mal wieder gesagt hat, ey, das verschwindet auf magische Art und Weise, hat er diese Woche gesagt, haben sie den höchsten Spike die ganze Woche. Also ich glaube 50.000 am Tag oder so, so viele hatten sie noch nie. Ich weiß nicht, ob es genau 50.000 waren, guckt's nach, aber auf jeden Fall noch nie so ein hoher Spike an einem Tag. Und tatsächlich ist von Donald Trump Jr., die Freundin. Habe ich gelesen gerade eben. Kimberly Guilfoyle. Guilfoyle. Die ist positiv getestet worden. Nein. Man hätte dieses Problem ohne Test so schnell hinkriegen können, ne? Einfach nicht testen, dann wäre es nicht rausgekommen. Siehst du, so einfach ist es. Nee, aber ich sag, es ist, wenn Amerika die totale Durchseuchung vor Trumps neue Wahl rankriegt, da hat er ein Top-Argument für die nächste Periode. Wieso? Ja, dann kann er sagen, ey, dank mir ist Amerika das erste Land, was vollständig durchseucht ist. Ach so. Und somit immun. Das ist seine Strategie. Er müsste dann nur irgendwie 6 Millionen tot unterschlagen, aber wer hat das nicht schon mal gemacht? Ja. Doch. Dumm. Okay. Aber finde ich witzig, Mexiko schließt die Grenze, hat Trumps doch hinbekommen, ohne mal eine Mauer zu bauen. Und das letzte große Trump-Thema diese Woche, müssen drauf eingehen, ist Russland mal wieder. Mhm. Es gibt noch ein kleines dazu, merke ich gerade. Er hat ein Video gepostet oder retweetet, wo seine... Das hatte ich auch gepostet. Das ist Gold. Hast du es gesehen? Diese Trump-Supporter, die da in ihren Elektroscootern protestieren? Ja. So gut. Und es fängt halt an und es wird direkt White Power geschrien. In den ersten 50 Minuten. Sehr du noch mit diesem Mikrofonständer füßeln willst, bis ich dich endgültig für die Soundqualität zusammenschlage. Ja. Aber das hier so eine leichte Federung, das dürfte das ja wieder abhalten. Ja, das macht alles. Ja, okay. Die Federung ist hier irgendwie auch gar nicht vorhanden. Okay. Ist schön straff. Ja. Also, wo wir von Dingen reden, die man lieber nicht so sagt. White Power. Ja. So. Trump hat das retweetet. Das gibt's auch, das ist dir vielleicht auch kein Begriff. Catcalling und Dog Whistling. Weißt du, was das ist? Dog Whistling? Nee. Das ist, wenn man quasi, also es in eine Hundepfeife ist ja dieses sehr hohe Ton, dieses was wir überhaupt nicht hören. Ja, deswegen okay. Ist es dumm, dass ich gerade das gemacht habe. Aber Dog Whistling ist quasi, wenn du so geheime Signale, wie zum Beispiel 1488 oder so, solche, ne, was dann nur Insider verstehen. So. Und das hat Trump jetzt auch die letzten Monate immer wieder gemacht, so kleine Sachen, wo man sagen kann, okay, das ist aber komisch, dass jetzt irgendwie da zum Beispiel 88 Sachen sind. Kann natürlich auch Zufall sein, ja. Aber also direkt in einem Video auf Twitter, White Power, das ist schon nicht mehr Dog Whistling, das ist halt Dog ins Gesicht schreien. So. Wer hat das gerufen jetzt?
Nein. Nee, er hat das Video retweetet. Ach so, okay, ja, übel, ja, okay. Und es jetzt kommt vor in dem Video, und das kann ich nur allen empfehlen, es sind so 2 Minuten, wie, ich glaube, The Villages heißt das in Florida, wo irgendwie nur alte Leute wohnen. Und ich weiß nicht warum, aber die haben alle diese Golfkarts, eben habe ich noch Scooter gesagt, das sind Golfkarts, und die schreien sich an, es ist wirklich, also da sind halt auch beide Seiten dumm, aber das ist so witzig. Die fahren da wirklich in so einer Golfkart-Kolonne an protestierenden Rentnern vorbei, dann stellen die sich da vor und dann schreien die sich, wie gesagt, White Power und sonst was ins Gesicht. Es ist so Gold. Ich weiß nicht, wie man das Video genau findet, aber guckt's euch an. Na, nice. Gut, und Russland. Das war so das Thema der Woche eigentlich. Russland hat laut bestätigten Reports in Afghanistan den Taliban Geld angeboten für tote US-Truppen. Das heißt also ein Kopfgeld ausgesetzt auf US-Truppen. Oh, das riecht nach kaltem Krieg. Das klingt nach ganz viel, und Trump wusste das, und zwar seit irgendwie Januar oder so, und hat nichts gemacht. Und das war so das größte Ding diese Woche. Oh Mann. Das klingt echt nicht gut. Jetzt bist du auf dieses, okay, nächstes Thema. Okay, das ist nicht gut. Nee, aber ohne Scheiß, das sollte man ja, also, das klingt ja nach Spannung. Halt dein dummes Maul. Nein, ohne Scheiß. Also Russland gegen Amerika, das wollten wir alle mal nicht erleben. Mhm. Ja, also. Aber warum, es ist quasi noch nicht aufgelöst. Mir fallen keine Dummheitssuperlative mehr zu der ganzen Geschichte ein mit Trump. Das ist halt echt das Traurige, ne? Ich dachte, wir sprechen dann auch mal über was ganz toll Positives aus meiner Sicht, worüber wir nämlich noch gar nicht geredet haben im Brennpunkt, wo du vielleicht auch Interesse dran hast. Aber das auf jeden Fall nochmal hervorgehoben. Es ist, also ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber es ist halt an sich übelst hart. Ne? Russland bezahlt Geld für tote Truppen. Trump weiß das, findet es super. Putin übrigens, der wurde jetzt offiziell gewählt bis 36, gewählt natürlich hier in Gänsefüßchen. 5 Stunden bevor die Wahl vorbei war, hat er schon gesagt, okay, ja, ist für mich entschieden. Alles ein bisschen strange. Ja. Naja, solange die halt so einen Mist weglassen, halt so Kopfgeld und Tote und so, sorgt immer für Unbehagen untereinander. Danke für deine Einschätzung. Okay. Ich würde mir wünschen, dass ich Russen und Amerikaner nicht mehr umbringen. Ja. Ich finde es jetzt auch nicht geil, immer dieses Feindbild so, der böse Russe und so, das finde ich auch alles nicht geil. Naja, also aber Europa sollte sich da eh so ein bisschen, könnte sich da guten Gewissens rausnehmen und einfach cool sein. Ne? Weil hier hat keiner wirklich Interesse an Krieg und Ähnlichem oder an irgendeiner Demütigung oder irgendeiner, irgendwie zu beweisen, dass man der Krasseste ist. Insofern habe ich eigentlich beide gleich sehr als Feindbild, nämlich fast gar nicht, aber schon so ein bisschen. Okay, gut. Lass mal über die PlayStation 5 reden. Okay. Die kann Spiele. Genau darauf habe ich gewartet. Wir haben ja neulich über die Unreal Engine geredet, da konntest du mit Expertise auftrumpfen, die dann... Ich hatte keine Expertise, ich habe mit den Infos gearbeitet, die ich hatte. Nee, aber wir haben ja halt noch überhaupt nicht drüber geredet, das war vor 2 Wochen, glaube ich. Im Anschluss an Dions Sendung, in der Dion leider nicht mehr drin ist. Übrigens, Beauty and the Nerd, Team Sven oder was? Team Sven, ich habe aber die letzte Folge leider verpasst. Ach, wer gar nicht gesehen. Wer durfte denn gehen, was, Chris? Gute Frage, ich habe das Ende gar nicht mehr mitbekommen. Scheiße. Aber die hatten jetzt Makeover bei Beauty and the Nerd. Das hast du auch nicht gesehen. Das habe ich letzte Folge, das habe ich gesehen, die ersten beiden. Aber ja, also Sven und die weibliche Jenny genau. doch, kann man machen. Hat schöne Augen, die hat ein Bleaching bekommen. Von die Zähne? Nee, Anus. Oh. Ja. Und dann haben alle gesagt, oh doch, die würde ich nehmen. Echt? Ne. Echt? Nein. Aber sah nicht schlecht aus. Egal, das nur kurz zu Beauty and the Nerd. PlayStation 5 war im Anschluss der große Reveal. Hast du es überhaupt schon gesehen? Nein. Du hast nicht gesehen, wie die aussieht, die PlayStation 5? Ich glaube, ich habe das irgendwo mal gesehen. Die nicht mehr wie ein Radiergummi, sondern wie was anderes Lustiges. Gott, Alter. Spult mal zurück und hört euch das nochmal an. Du hast es nicht gesehen, die PlayStation 5? Nein, du hast es nicht gesehen. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal gesehen. Egal. Also, sie sieht aus wie ein Router, der so 2 weiße Flügel links und rechts dran hat. Genau. Hast nicht mehr stapelbar. Genau.
Das stimmt, aber Hochkant und Querkant ist trotzdem noch drin. Okay. Hast du Interesse an einer PlayStation 5? Nö, gar nicht. Gar nicht? Nee. Hart. Das hätte ich nicht gedacht. Wieso? Da wüsste ich nicht. Du? Also für mich ist halt, es wird halt teuer, deswegen werde ich bestimmt nicht irgendwie sofort holen, aber für mich ist das große, große Argument, dass sie einfach abwärtskompatibel sein wird. Das ist viel wert? 1 bis 5, das ist schon... Ach, alles? Alles. Oh, das ist hart. So, und ich habe ja selber nie eine PlayStation 4 besessen und auch meine letzte 3. Wo ich die Leute frage, warum die PlayStation 4 sowas nicht hingeht. Das ging ja dann so weit, dass sie nicht mehr CDs genommen hat. Na, Geld halt, ne? Ja, aber jetzt noch immer noch Geld, oder? Weiß ich nicht, vielleicht war der Aufschrei groß genug. Ich denke auch, ja. Die wollen halt, oder vielleicht haben sie gemerkt, dass nicht so viele Leute PlayStation 1 Spiele kaufen. Wollte gerade sagen, vielleicht verdient man mit PS1 nicht mehr so viel. Vielleicht, ja. So, und das ist halt richtig nice. Weil ich habe hier eine ganze Palette an PlayStation 1, 2, 3 Spielen. Und da ist auch schon guter Stoff dabei. So. Ja, also aber für mich, also wenn es jetzt irgendwann Richtung GTA 6 oder neuer David Cage-Titel geht oder so, dann wäre natürlich eine PlayStation 5 für mich eine Ausleihe wert, sag ich mal. Du bist so richtig David Cage-Fan? Ich zock die Teile, die berühren mich eigentlich immer. Ja? Hm? Es gibt auf jeden Fall so das Meme, dass David Cage sehr gerne an seinen eigenen Fürzen riecht und sich ein bisschen zu geil findet, aber das wird über Hideo Kojima auch gesagt und den mag ich ja auch. Hm. Ja. Ich kann es schon verstehen, aber... Also Beyond habe ich übrigens noch nicht gespielt. Das darf ja, also für mich wäre halt so ein Titel einfach ein Grund, mir auch mal eine PS auszuleihen. Jetzt hier genauso wie Last of Us, selbe Sachen. Ich habe ja selbst, also ich habe ja offiziell eine PS4, aber die steht ja jetzt hier, glaube ich. Ist ja die. Soweit ich weiß, keine okay. Ahnung, wie es das läuft. Aber braucht die ja nur, um Last of Us zu spielen, dann wieder nicht mehr. Also kann die ruhig hier ein bisschen Rudelbumsen betreiben. Du bist ja drin ein bisschen, The Last of Us. Mhm. Wie ist so dein erster Eindruck? Ja, also die eine Stelle, wo... Spaß. Also bisher... Dir warst du gruselig. Nö, zu gruselig nicht. Es war, also ich grusel mich einfach oft und gerne. Ach so. Ich fand, es hatte teilweise... Also das Einzige, was mich halt gestört hat, war diese eine Stelle, wo mir nicht klar war, wie ich diese Stelle jetzt gameplay-technisch korrekt lösen sollte. Weil dann einfach nur... Also in dem Game gibt es um Zombies. Ach so, das war mit ganz vielen. Das war ganz viele und die auch aus Kamerawinkeln kamen, die ich irgendwie nicht hätte erschließen können. So. Und da hätte ich keine Lösung für gehabt für die Situation, die gescheit gewesen wäre. Deshalb habe ich einfach nur 10 Mal probieren müssen. Und ich sag mal, es hat für mich hat das den Anschein erweckt, dass es gameplay-technisch ein bisschen schwächelt. Aber es kann auch sein, dass ich wirklich aus irgendeinem Grund ein Brett im Kopf hatte. Wie sagt man? Ein Brett vorm Kopf? Ja, vielleicht. Nicht drauf gekommen bin, wer dumm war oder so. Die Redaktion randaliert. Hallo Redaktion. Hallo. Und. Aber Story geht klar. Hatte für mich an der einen recht relevanten Stelle, ich denke mal, wird im ersten Drittel sein, fand ich, die war nicht optimal gelöst. Ich weiß gar nicht, vor allem, wo du gerade bist, weil ich ja dann nicht da war. Das hätte man besser klären können. Na, hier die. Ja, die kenne ich schon. Und die ist ja im ersten Drittel. Und da dachte ich, das hätte man anders machen müssen. Aber kann ich in einem Spoiler-Teil auch nochmal sagen, wenn ich das Game ganz durch habe. Okay. Ja, es beschäftigt ja noch viele. Also für mich, PlayStation 5, um das nochmal zu machen, ist halt nicht so der System-Seller bis jetzt draußen. Oder kommt, also angekündigt. Wann kommt die raus, weiß man das? Angeblich dieses Weihnachten so. Also Holiday, wie das halt immer so ist, Holiday-Season. Ja, das aber man hat ja bei allen Konsolen bisher gesehen, dass echt selbst Konsolen mit einem schlechten Start immer noch massiv aufholen könnten. Klar, also darum geht es mir ja nicht. Ich sehe nur absolut keinen Grund, die sofort zu holen. So. Was läuft denn da drauf? Bestimmt irgendein FIFA und Madden und... ja, die Klassiker. Just Dance. Nee, der Horizon, wie gesagt, ist angekündigt und ein neues Spider-Man, aber keine Ahnung, das ist jetzt alles nicht so, was ich... Mario? Mario nicht, nee. Kein Mario? Nee. Ist eine schlechte Konsole. Ja, ich kann es nicht mehr sehen, echt. Diese Mario-Grafik, oh. Ey, du wirst mit Odyssey Freude haben, sage ich dir. Das hat mich nochmal richtig neu abgeholt. Richtig reverliebt hast du dich. Habe ich reverliebt, habe mich dann aber danach in Ton wiedergefunden. Nee, wir haben das oft genug gemacht, den Gag. Das hatte gameplay-technisch echt einige Stellen, wo ich gestaunt habe. Habe ich nicht schlecht gestaunt. Okay. Na gut, gucke ich mir an. wenn wir übrigens Mario Party nochmal machen, dann ist okay. Aber neue Spiele... Irland. Buh!
Aber diesmal wirklich Bu, das ist immer scheiß Wetter. Ja gut. Ach, du warst ja mal. Ja. Wie war das damals so? Gab es ja, da schon Corona? Da gab es noch kein Corona. Okay. Nee, da so eine Frau hat jemand angehustet und hat gesagt, ich hab Corona und ist jetzt für 6 Monate im Gefängnis. Hatte wirklich Corona? Nee. Finde ich aber trotzdem ein gutes Zeichen. Ja. Das wollte ich nur nochmal sagen. Oh, jetzt knallt's vielleicht gleich. Die Regie! Redaktion? Nee, doch nicht. Okay, Ach so, Prince Andrew. In der Thematik bist du gar nicht drin, ne? Prince Andrew, das war ein Kinderschänder? Ja, nicht schlecht. Ja, gut, also, dann bin ich voll drin. Hundertprozentig bewiesen wurde es noch nicht. Es gibt da eine Dokumentation über Epstein auf Netflix, kann man sich mal angucken. Da geht es auch um Prince Andrew. Kennst du ja alles gar nicht so, oder? Mhm. Ja, der Brennpunkt berichtete auf jeden Fall mal über den Fall Epstein. Das habe ich gehört, habe ich nebenbei Döner gegessen. Der sich umgebracht hat, angeblich oder auch nicht, man weiß es nicht. So. Ach stimmt, da hat ja doch dieser eine Clown, der Menopause-Frauen gesungen hat, auch in seinem Vorgeplänkel drüber geredet, ja. In seinem Live-Auftritt. Ja. Es war kein Mord, es war nur aus Versehen. Er ist ausgerutscht. Ja, ja und der hatte ja eine Frau, glaube ich, offiziell, also in der Doku wird auch immer nur von Partnerin gesprochen oder so. Maxwell, Ghislaine, die wird anders ausgesprochen, Ghislaine, glaube ich, Ghislaine Maxwell. So, und die ist auch jetzt, soll befragt werden und sehr viele Leute sagen, ey, passt mal auf, dass die nicht plötzlich stirbt. Ui. Und der Andrew, und das finde ich halt das Geile, weil ich habe damals dieses Interview gesehen, der wurde jetzt nach Amerika eingeladen. Rede doch mal mit uns. Mhm. So. Kenn ich aber. Wie? Weißt du noch, als mir jemand meinte, der will mit mir reden, das war bei EA auf dem Stand, wo so ein übelster, brutaler Muskeltyp zu mir meinte, ey, komm mit um die Ecke, wir müssen uns unter 4 Augen unterhalten. Ich so, nein. Wieso nicht? Ja, weil ich nicht bescheuert bin. Ja, hast du Angst oder was? Nicht wirklich, ich bin nur nicht bescheuert. Oh, bist du so Angsthase, kannst ich will einfach nur mit dir reden. Ich so, nein, ich geh jetzt weg. Angsthase, Pfeffernase. Morgen kommt der Osterhase. So lief das ab. Nee, das war echt finster, muss ich sagen. Also ich frage mich echt, ob der mich jetzt in irgendein Hinterkämmerchen genommen hat, um mich zusammenzupfeifen oder zusammenzuschlagen oder keine Ahnung. Wäre halt schon auch witzig gewesen irgendwo, aber ich gehe doch nicht mit irgendeinem Typen mit, der 1-1 mit mir in der Kammer reden will. Hat der nicht irgendwie auch bei dir die Speicherkarte vermutet, der Aufnahmen oder so? Ein ganzes Weilchen, ja. Ich habe die Kamera halt Johannes gegeben und Johannes hatte sie dann erstmal auf mysteriöse Weise verloren, kam raus, dass Björn sie ihm wieder weggenommen hatte. Aber ich habe halt Zeit geschindet, indem ich gesagt habe, er hat mich gefragt, ob ich die Speicherkarte habe und ich habe so getan, als würde ich nur so tun, als hätte ich sie nicht, kann man sagen. Damit er halt, Genius. Genau, damit er halt bei mir bleibt. 4D-Schach, Alter. Damit er halt bei mir bleibt und die Kamera währenddessen halt was anderes machen kann, ne? Ja. Aber just EA-Things, ne? Ich sag ja nur. Ja, das war ganz groß. War das 18? Kann gut sein, ja. Das war mit dir, klar, du warst dabei. Ich war dabei. Ja. Oha. Ja, nice. Gut, auf jeden Fall, die wollen jetzt miteinander reden und ich freue mich drauf. Also ich hoffe, das passiert und ich hoffe, es wird auch wieder übertragen. Denn es gibt da dieses glorreiche Interview von Prince Andrew mit einer britischen Journalistin. Mhm. Du merkst halt einfach, wie beschissen er lügt die ganze Zeit. So. Ach so, ich dachte, er geht jetzt nach Amerika und kommt nicht mehr zurück. Nee, es ist, also, kann auch passieren. Wir wollen mit dir reden. Der kam nie an. Der ist hier nie gelandet. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ja, ich glaube, das geht schon seinen offiziellen Weg. Und nicht irgendwie so hoch. Kann natürlich auch passieren, weiß ich nicht. Wenn das wirklich, das ist ja die eine Sache, wo ich mitgehe. Natürlich nicht irgendwie, Bill Gates und Hillary Clinton treffen sich irgendwo in einem Pizzaladen und verduckeln da untereinander Kinder oder so. Aber dass das irgendwie organisiert wird in solchen Kreisen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, gar keine Frage. Und hier sind die Beweise halt sehr, 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 sehr klar. Hm. Oder sag ich mir eher Indizien. Beweise wahrscheinlich nicht 1:1 im Fall von Andrew. Aber Epstein, wie gesagt, guckt euch echt mal die Doku an. Es sind irgendwie nur 5 Folgen oder so. Und es ist halt echt krass. Na, 30 Minuten, 40, 45. Okay. Muss ich mir schicken, mir mal Link. Ist easy weggeguckt und ist halt echt hart, also wirklich, wenn das alles so abläuft, wie das da dargestellt wird, hat er da wirklich innerhalb von 20 Jahren oder so hunderte von 13- bis 16-Jährigen durchlaufen lassen. So. Und halt auch in so einem abgeschotteten reichen Viertel und keinen hat es gekümmert, so mehr oder weniger. Es ist schon echt harter Shit. Ja, und für mich noch eine Sache, die sehr, sehr schön ist, weil ich ja hier so
vehement von Hongkong geredet habe am Anfang für ein halbes Jahr und dann wurde es mir dann auch irgendwie ein bisschen zu viel, das jede Woche zu sagen. Nee, hol Hongkong wieder ins Game so. Das fand ich auch immer ganz interessant, weil man hört ja wirklich nichts davon. Ja, aber es ist halt immer noch ein unveränderter Zustand da. Über ein Jahr demonstrieren die jetzt schon, das muss ich mal überlegen. Also ich weiß gar nicht, ob die dann parallel noch arbeiten gehen oder was da irgendwie gerade abgeht, aber... Haben die da kein Corona? Na, nee. Wenig. Weil, naja, die sind ja genau wie in Japan zum Beispiel, weil da eh dieses Maskending so in der Kultur verarbeitet ist. Mhm. Also ich glaube, auch in Deutschland hätte man sich auf die Masken fokussieren können und dann hätte man gar nicht so einen krassen Shutdown machen müssen. Mhm. Und dadurch gibt es halt in Japan jetzt nur irgendwie 1000 Fälle insgesamt. Da ist man immer schlauer. Ja. Ist ja bei Corona ganz groß geschrieben, der Satz. Naja, auf jeden Fall hat England jetzt gesagt, bis zu 3 Millionen Hongkong-Bürger dürfen quasi britische Bürger werden. Und dann gelten quasi die Rechte von denen mit. Mhm. Und das wäre sehr gut. Also das die würden daher, dann in Hongkong weiter wohnen? Ja, also können halt beides, sind dann unabhängig, was auch immer. Und das kommt daher, weil ja Hongkong diese autonome Zone eigentlich war durch irgendwelche Sachen. Also England hat das mal besetzt oder so und dann hieß es, ey, wir machen das jetzt two countries oder one country, two systems quasi. Das, also England gibt die Herrschaft ab, aber Hongkong bleibt unabhängig von China. So, das war der Deal bis irgendwie 2040 oder so. Und deswegen protestieren die ja jetzt überhaupt. Weil China hat eigentlich da überhaupt nichts zu sagen. Aber die Bürgermeisterin von Hongkong, die ist halt pro China. Ja, und mal gucken, ob das durchgeht. Schön. Es gibt ein Szenario, in dem das nicht durchgeht. Naja. Müsste man die extra alle nach England einfliegen. Vielleicht, ja, um sich einen Stempel abzuholen. Ich weiß es nicht. Die neue Luftbrücke. China geht alles. Da werden dann die Pässe über Hongkong abgeschmissen. Zu kleinen Fallschirmen. Ist witzig. Nicht? Doch, ist witzig. Die Fallschirme sind da halt diese kleinen, na, diese Schirme, die du so im Trinken drin stecken hast. So kleine ja, City. Ja. Die sind. Ist doch schon relativ witzig. Finde ich cool. Ja, was sonst noch passiert? Ich habe ja noch viele kleine Sachen, aber. Ja. China. Nochmal mit den Uiguren, ne? Das Übliche. Tot gemacht. Nee, das war halt auch diese Woche nochmal ganz groß, aber eigentlich habe ich davon auch von einem halben Jahr schon geredet, dass die halt gezielt Birth Control, wie heißt das auf Deutsch? Geburtskontrolle. Ja. Naja, nee, also Verhütungsmittel halt, dass die halt Leute zwingen, die gezielt einzusetzen und dass das per Definition Genozid ist. Ja. So, und das ist halt jetzt diese Woche irgendwie nochmal ganz groß gewesen, obwohl das irgendwie schon klar war, keine Ahnung. Und ja. In Deutschland, hast du das mitbekommen, weil das wurde angekündigt, aber ich habe es nicht verfolgt, dass Amazon in den Lagerhäusern, das ist das Wort, was ich suche, dass da am Montag gestreikt wurde irgendwie oder so. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Wegen Corona? Ja, das sind eigentlich auch so ziemlich niedriglohnende Jobs, ne, die in den Amazon-Lagerhäusern da umherwurschteln. Ja. Ich weiß nicht, ob die Bedingungen da jetzt irgendwie schlecht sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die gut streiken können, so. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall noch was ich für Tino extra mit reingenommen habe. Völlig ohne Kontext. Aber Neuseeland ist im Begriff, also wenn die Wahlen quasi vorbei sind, aber ist jetzt noch nicht so, ist im Begriff das schwulste Parlament oder das gayeste. Schwul ist ja im deutschen Fall nur männlich. Aber das gayeste, das heißt das homosexuellste Parlament der Welt zu werden. Das fand ich schön. Ich stelle mir das halt so vor, wie man sich das halt so vorstellt, dass dann die ganze Zeit nur irgendwelche Partys gefeiert werden mit Sekt und alles Regenbogenfahren und ta-da-ta-da-ta, wir wählen jetzt was Neues. Aber so ist es dann wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde diese Vorstellung, die vor meinen Augen aufploppt, halt schon ziemlich großartig. Ja. Aber warum sollte nicht alles extrem gay sein? Das ist doch nichts Schlechtes. Ja, aber war halt eine Meldung und fand ich ganz, ganz nett. Neuseeland kommt mir eh immer relativ fortschrittlich vor. Ich finde es natürlich jetzt auch Quatsch zu sagen, ey, wir wählen den jetzt, weil der irgendwie schwul oder lesbisch oder sonst ja, was ist. Ja, na gut, aber wenn es so halt ist, passiert, ja. So, wenn es halt eigentlich völlig egal ist. Aber halt nicht mit diesem, ja, das Parlament ist jetzt Christopher Street Day. So, ja. Aber, also, come on, Klischees gibt es ja irgendwie nicht ohne Grund. So. Und ein Christopher Street Day ist halt, wie er ist.
Selbst, was war das, 2011? Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn jetzt irgendwelche Amis denken, dass in unserem Parlament nur Lederhosen mit einer Feder in einem grünen Hut drin sitzen soll. Könnt die halt machen, aber ist halt nicht der Realität entsprechend. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man so denkt. Ja. Aber ich finde die Vorstellung ganz schön witzig. Ja. Also das 2011 waren wir ja in... War das 11? Und dass sich die Parteien dann gegenseitig in den Haaren ziehen, wenn sie eine Debatte haben. Und kniepen. Ja, ja. Oh, jetzt hier werden Klischees bedient, das tut mir leid. Nee, aber 2010 oder 11, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube 11 war es, waren wir ja in Berlin für die Berlin Prank Compilation. Und da war ja auch gerade Christopher Street Day. Ja, da wurden eure Hände in den Mund genommen. Wurden unter anderem die Hände abgelutscht, so. Und das passiert halt da gerne. Und da ist es vielleicht, also, da kann man halt auch gerne mal dann denken, okay, zumindest gibt's halt dieses Klischee, aber ja, du bist grad nicht darf, da auf diese man darf, Seite. Man darf so viele Klischees haben, wie man will, solange man halt sich nicht so verhält, als wäre jeder so. Ich meine, stell dir mal vor, das ist irgendwie, keine Ahnung, einen schwulen Steuerberater und fragst ihn dann, wo seine... wollen sie mir mal am Finger lutschen? Wo er seine bunte Perücke gelassen hat, so, weißt du, das... Also ja. Schwul ist ja jetzt nicht irgendwie, das definiert ja keinen Charakter im Endeffekt. Ja. Man weiß, dass diese schwulen Partys gibt und die sind extrem gut, so, aber darüber hinaus... Obwohl ich und wenn ich jetzt sage, das sind ganz normale Menschen, dann klingt das wieder so, als wäre es umgekehrt nicht so, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Ja. Obwohl ich an dieser Stelle wirklich Martino oder so als Insider aus der Szene oder wen auch immer gerne in den Kommentaren, ich möchte ja offen sein, aber mich würde wirklich interessieren, warum das meiner Meinung nach über ein Klischee hinausgeht und schon sehr oft ist, dass die Leute halt dieses Nasale und dieses so sprechen, wenn sie halt männliche Homosexuelle sind. Das betrifft einen schon. Also du weißt nicht, warum die so reden. Ja. Du müsstest mal schwul werden, dann weißt du es. Dumm. Nee, ich sag das auch, weil... Na, weil man Beispiel, da so ganz einfühlsam miteinander redet. Aber dann, wenn man einfühlsam ist, verändert sich... Nee, naja. Jetzt bei Beauty and the Nerd, die letzte Folge war... die letzte Folge, die lief. Ja. Die vorletzte insgesamt, aber egal. Da war halt derjenige, der, vielleicht hast du es gesehen, auch im Vorfeld schon, der die umstylt, hat halt auch so geredet. Ach, ich glaube, da gibt es solche und solche. Man wird ja nicht geboren, also man wird geboren und ist, oder entwickelt sich dahin, ich dass denk, man will damit wird. Auch eine eigene feminine Seite unterstreichen, dass man so ein bisschen so redet. Aber nur weil man schwul ist, will man ja nicht feminin sein. Ja, aber es reden ja nicht alle Schwulen so. Das ist ja schon auch so. Natürlich reden und die, die sich halt so fühlen, das spiegelt sich ja in der Stimme, denke ich mal, so wieder. Weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber ich nehme es mal stark an. Naja, also wir kennen uns da jetzt gar nicht aus. Bist du nicht mal irgendwie in so Szenen unterwegs? Ja, doch. Also CSD und sowas ist alles super, aber diese Frage könnte ich jetzt auch nicht beantworten. Also da bin ich dann doch so ein bisschen falsch, sag ich jetzt mal. Ja, würde mich halt wirklich interessieren. Naja, vielleicht ihr in den Kommentaren, vielleicht Tino nächstes Mal. Schauen wir mal. Nächstes Mal muss ich überhaupt mal gucken, wann bin ich nächstes Mal? Ich weiß gar nicht. Also doch, nächstes Mal geht noch. Das Mal danach werde ich im Krankenhaus liegen. Trotzdem Brennpunkt. Mal. Du kannst hier nicht Brennpunkt ausfallen lassen. Besuchszeit ist halt sehr minimiert, ne? Naja. Eine Person am Tag für eine Stunde. Da kann man genau einen Brennpunkt reinschieben. Naja. Mal gucken. Ja, warum ist denn das so limitiert? Weil Corona. Ach so. Naja, gut. Was geht bei der Woche? Ach du, ganz ehrlich. Ich lasse dich das machen. Und wenn du jetzt irgendeine Zahl sagst, sag ich, die ist falsch. Okay. 11. Ist gut, nehme ich. Nee, also die Woche fand ich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Glaub auch. Trump halt mal wieder in aller Munde, bla bla, also wenn er selber oder seine Frau oder so mit sich Corona ansteckt, dann gebe ich viel. Aber aktuell ist es nur irgendwie so eine Freundin vom Sohn. Das heißt noch gar nichts. Außerdem, Trump hasst seine Söhne, der hat eh nichts mit denen zu tun. Echt? Naja, das ist ja dieses Klischee, dass er nur Ivanka mag. Ivana. Keine Ahnung. Die heißen alle gleich. Also die blonde Tochter auf jeden Fall. Hat auch mal gesagt, die wurden mal gefragt, was sie in common haben, also was sie gemeinsam oder was sie verbindet. So kann man es halt auch übersetzen. Und sie hat gesagt, irgendwie Politik und irgendwas anderes oder keine Ahnung. Also so flach antworten und er hat gesagt, I would say sex, but... Ja. Egal, das nochmal dazu. Ich gebe der Woche 4. Vier? Ich sag's, wie es ist. Vier nur? Ja. Okay, bin ich aber dabei. Doch, 4 klingt gut. Wann wäre es eine 3?
Mir gar nichts passiert oder noch weniger. Das ist ja hier gefühlt. Das sind ja gefühlte Fakten. Okay, also ich will mal eine Einswoche erleben, weil einfach original überhaupt gar nichts ist. Das wäre ja dann eine Null. Ach, es gibt Null. Ja. Also gibt es 11 verschiedene Stufen, von 10 bis 0. Ja. Krass. Siehst du, again what learned. Okay, na dann, haut fällt rein. Die Musik ist so laut. Oh, es ist laut, unangenehm. Ja. Oh, scheiße, damit aufgenommen.